Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim DocPod-Kanal. Wir haben ja schon das letzte Mal über verschiedene Themen gesprochen zu medizinischen Sachen. Und mich interessiert heute mal, oder vielleicht auch euch, wie eine Reanimation läuft. Und da bin ich heute wieder beim Falk und ich hoffe, er hat Zeit für mich. Hallo, ist der Falk da? Ja. Super, danke. Schauen wir mal, ob wir ihn erwischen. Hi, Lisa. Hi. Was machst du denn hier? Ich wollte dich mal ein bisschen zu der Reanimation ausfragen. Okay, ich bin ehrlicherweise gerade auf dem Weg auf die Notarztwache. Okay, super. Hast du vorher angerufen? Nee, aber macht ja nichts. Ich kann ja einfach mitfahren. Na komm. So, wir gehen zusammen auf die Notarztwache. Ja. Mega. Mega. Ciao. Also Falk, ich habe in der Zeitung gelesen, dass sehr viele Leute in Deutschland nicht wissen, wie eine Reanimation geht. Und jetzt wollte ich mal dich fragen, an was das liegt. Ja, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ich gebe es mal an dich zurück, die Frage, Lisa. Weißt du denn, wie es funktioniert? Ich weiß nicht, wie es funktioniert, beziehungsweise habe es erst jetzt gelesen in der Zeitung. Aber meine erste Hilfestunde schon ein bisschen zurück. Ja, im Grunde genommen ist es halt wirklich leider so, dass das Thema Erste Hilfe bei uns in Deutschland halt wirklich noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und beispielsweise in skandinavischen Ländern wird es in der Schule als Unterrichtsfach behandelt. Da wissen natürlich Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene genau, was sie tun sollen. Bei uns hier hat man das einmal zum Führerschein und dann nicht mehr. Okay, ich denke auch ein großer Faktor davon ist, dass viele Leute Angst haben, dass man sich dabei strafbar macht oder irgendwas falsch macht. Was sagst du dazu? Ja, also das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, wenn es um Reanimation geht, um Erste Hilfe überhaupt, ist nichts zu tun. Und da macht man sich auch strafbar. Man kann ja mindestens verlangen, dass man die 112 anruft, also den Notruf absetzt. Wichtig, 112. So, wenn man dann weiß, was man zu tun hat, und das versuchen wir ja jetzt in unseren Videos so ein bisschen rauszubekommen, dann muss man natürlich auch helfen, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ist es denn auch möglich, dass Kinder diese Reanimation machen? Weil es ist doch schon wirklich eine anstrengende Sache, so die ganze Zeit diese Reanimation auch für einen erwachsenen Menschen. Ja, na klar. Also man hat das in Chicago den Kindern in der Grundschule schon beigebracht und mit denen geübt. Und dadurch, dass man ja praktisch das eigene Körpergewicht nutzt, um die Herzdruckmassage beim Patienten zu machen, können das natürlich auch Kinder. Wie das funktioniert, das zeige ich euch später in der Notarztwache. Was brauche ich denn eigentlich oder beziehungsweise wann mache ich eine Reanimation? Wann merke ich, wann der Mensch bewusstlos ist? Ja, die Frage zeigt schon so ein bisschen dein Dilemma. Wann würdest du denn eine Reanimation machen? Ich frage dich einfach mal zurück, weil du bist ja sozusagen ein Laie und wir reden ja von einer Laienreanimation. Also wann muss man jemanden reanimieren? Wann muss man anfangen zu drücken? Also ich bin der Meinung, wenn ein Mensch sich nicht mehr regt oder nicht mehr atmet, sollte man damit anfangen. Das stimmt, das hast du gut nachgelesen. Und auch wichtig, was man früher so ein bisschen gelehrt hat, dieses auf den Herzschlag gucken, ob jemand einen Puls hat, das ist eigentlich relativ raus aus den Empfehlungen, weil in der Hektik, im Stress, wie will man da gucken, ob jemand einen Puls hat, ganz im Ernst, das fällt schon professionellen Rettungskräften sehr schwer, einen Puls bei jemandem zu ertasten, der einen sehr niedrigen Blutdruck hat. Aber wer nicht mehr atmet, der hat auch keinen Puls mehr. Und deswegen ist das, was empfohlen ist und das, was auch sinnvoll ist, zu schauen, atmet jemand? Und ist jemand bei Bewusstsein? Wenn man nicht mehr atmet und nicht mehr bei Bewusstsein ist, dann gilt es unverzüglich, die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege zu leiten. Und liebe Lisa, jetzt sind wir da. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich hatte noch eine letzte Frage, und zwar, wie wichtig ist es eigentlich, die Reanimation sofort zu machen? Weil ich habe auch gelesen, dass wirklich diese Überlebenschance dann auch ziemlich rasch sinkt. Super wichtig. Mit jeder Minute, die verstreicht, wo keine Reanimation gemacht wird, sinkt die Überlebenschance des Patienten um 10%. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wie hoch die nach 10 Minuten ist. Auf geht's! So, Lisa,
Jetzt sind wir hier in meiner Notarztwache angekommen, sind wir direkt an der Autobahn. Mhm. Vielleicht passiert ja heute sogar noch was. Ich kann dich leider nicht mit ins Notarztauto nehmen. Würdest du den gern mal? Ich würde gern mal, ja. Ich würde gern mal mitfahren. Das ist schon interessant, denke ich. Vielleicht nehme ich euch irgendwann mal mit. Bis dahin beschäftigen wir uns ein bisschen mit der ersten Hilfe. Und ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt um. Und wenn kein Einsatz ist, das heißt, wenn wir Zeit haben, dann zeige ich dir an einer richtigen Reanimationspuppe mal, wie das alles in der Praxis funktioniert. Mhm. Und für euch heißt das beim nächsten Video, nächste Woche. So, bleib hier. Du musst doch den Leuten noch sagen, was sie jetzt tun sollen. Ruf die 112. Die 112 anrufen. Wenn irgendwas passiert, die 112 anrufen, dann kommen nämlich kompetente Notärzte oder Rettungssanitäter. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr wollt, schaut euch noch ein paar andere Videos von uns an. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao. Bleibt gesund.